Hasan. Es war einmal in einem sehr kalten Land. Da lebten zwei kleine Nachbarskinder. Sie waren sehr gute Freunde. Das Mädchen hieß Gerda und der Junge hieß Kai. Die meiste Zeit spielten sie miteinander. Jeden Abend saßen sie gemeinsam am Kamin und Gerdas Großmutter erzählte ihnen Geschichten. An einem Abend erzählte die Großmutter ihnen die Geschichte von der Schneekönigin. Meine lieben Kinder, die Schneekönigin war ein sehr schönes Mädchen mit tiefgrünen Augen. Aber sie war auch genauso böse. Man erzählt sich, dass sie mit ihrem Schlitten kommt und sich die Kinder schnappt, um diese dann in Eisskulpturen zu verwandeln. Denn alles an ihr ist kalt und aus Eis, so auch ihr Herz. Großmutter, das macht mir Angst. Was, wenn sie zu uns kommt? Wir müssen uns vor ihr schützen. Kinder, das ist eine wahre Geschichte. Bitte steigt nicht auf die Schlitten von Fremden. Wenn ihr das tut, können euch schlimme Dinge passieren. Am nächsten Tag machten sich Kai und Gerda auf den Weg zum Schlittenfahren durch die verschneite Landschaft. Kai dachte noch immer an Großmutters Geschichte. Gerda, als ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, habe ich nachgedacht. Ich frage mich, ob die Schneekönigin schmelzen kann. Wenn wir sie in die Nähe des Kamins bekommen, könnten wir sie vielleicht zum Schmelzen bringen. Auf diese Weise wird der Zauber, den sie auf all die eingefrorenen Kinder gewirkt hat, brechen und sie werden befreit. Kai, bitte senk deine Stimme. Vielleicht kann sie uns hören und wird sehr wütend. Wir müssen vorsichtig sein. Ich werde die Schneekönigin schmelzen. Tatsächlich konnte die Schneekönigin sogar ein Flüstern von überall im Land hören. Nachdem sie Kai lachen hörte und wie er sich über sie lustig machte, beschloss die Schneekönigin, Kai in ihren Palast zu holen und ihn für immer in eine Eisskulptur zu verwandeln. Sie schickte sofort einen schönen Rentierschlitten dorthin. Oh, meine Güte, was für ein schöner Schlitten das ist! Sollen wir ihn aufklettern und mal mit ihm fahren, Gerda? Der Geschichte zufolge hat die Schneekönigin genauso einen Schlitten, aber das kann nicht sein. Schau doch, wie schön er ist. Er ist mit Silber bedeckt und glänzt so schön. Oh. Nein, Kai, klettere nicht hinauf. Erinnere dich, was Großmutter gesagt hat. Sie hat uns davor gewarnt, auf gar keinen Fall auf fremde Schlitten zu steigen. Er ist so schön. Ich fahre nur ein kleines Stück und dann steige ich gleich wieder aus. Als Kai auf den Schlitten gestiegen war, stoben die Rentiere sofort in die Luft. Innerhalb von Sekunden waren sie aus ihrem Blick geflogen. Die Schneekönigin ließ ihn zu ihrem Schloss bringen. Kai war sehr erschrocken und bedauerte es, nicht auf Gerda gehört zu haben, aber es war zu spät. Monate vergingen und sie hörten nichts von Kai. Gerda war sehr traurig und weinte die ganze Zeit. Sie wartete die ganze Zeit auf ihren lieben Freund. Ihr bester Freund war verschwunden, aber sie war sich sicher, dass die Schneekönigin ihn gefangen genommen hatte. So verging die Zeit, der Schnee schmolz und der Sommer kam. Gerda war krank vor Sorge, sodass sie schließlich mit ihrer Großmutter sprach. Großmutter, ich mache mich auf die Suche nach Kai. Ich mache mir so große Sorgen um ihn und vermisse ihn so sehr. Bitte lass mich gehen. Aber nur unter einer Bedingung, Gerda. Ich traue dir viel zu und du bist ein sehr tapferes Mädchen, aber ich habe einen magischen Spiegel und ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Wie wird mir der Spiegel nutzen, Großmutter? Wenn du die Schneekönigin triffst, dann lasse sie in diesen Spiegel schauen. Erst dann wirst du wissen, wofür du ihn brauchst. Gerda steckte den Spiegel in ihre Tasche und machte sich auf den Weg. Während sie durch den Wald ging, stieß sie auf ein kleines Häuschen. Da sie müde war und sich ein wenig ausruhen wollte, klopfte sie an die Tür. Eine freundliche alte Dame öffnete die Tür. Eigentlich war sie eine Zauberin, die immer gute Zaubersprüche sprach. Komm herein, hübsches Mädchen. Wir warteten schon auf dich. Ich weiß, warum du hier bist und ich werde dir helfen. Du suchst deinen besten Freund Kai. Meine Katze Kurton kann dir sagen, wo er ist. Oh, wirklich?
Vielen Dank. Gerda setzte sich sofort neben Cotton, der auf einem Kissen am Kamin lag. Lieber Cotton, wie finde ich meinen Freund Kai? Miau. Es gibt ein kleines Mädchen, das lebt in einer Hütte am Ende des Waldes. Sie sagte mir, ich soll euch dorthin schicken, sobald ihr ankommt. Sie weiß, wo dein Freund ist. Miau. Gerda bedankte sich und ging weiter. Sie lief und lief. Und als sie am Ende des Waldes das Häuschen erreichte, war die Nacht schon hereingebrochen. Ein kleines Mädchen begrüßte sie, bevor sie an die Tür kam und klopfen konnte. Herzlich willkommen, Gerda. Ich habe dich erwartet. Bitte nimm am Feuerplatz und iss etwas. Ich bin wirklich sehr müde und hungrig. Vielen Dank. Nach dem Essen ruhst du dich aus. Morgen werde ich dich zum Palast der Schneekönigin schicken, keine Sorge. Am nächsten Morgen gingen sie in die Scheune. Dort standen zwei schöne Rentiere. Das kleine Mädchen konnte mit den Rentieren reden. Sie flüsterte ihnen in die Ohren, dass sie Gerda zum Palast der Schneekönigin bringen sollten. Sofort spannten sie die Rentiere an den Schlitten. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mir geholfen hast. Hab eine schöne Reise und hab keine Angst. Meine Rentiere bringen dich zum Palast und werden deinen Freund Kai finden. Nimm das hier mit. Gerda machte sich mit den Rentieren auf den Weg. Sie reisten mehrere Tage. Alles um sie herum war mit weißem Schnee bedeckt. Zum Glück hatte das kleine Mädchen Gerda einen dicken Mantel, einen Hut und eine warme Decke gegeben. Ich bin mit einer warmen Decke zugedeckt, während ich mit einem Schlitten unterwegs bin. Es wäre so schön, wenn ich das mit Kai machen könnte. Hoffentlich können wir auf dem Rückweg gemeinsam fahren. Nach einer tagelangen Reise kamen sie schließlich vor einem schimmernden weißen Schloss an. Gerda erkannte, dass sie vor dem Schloss der Schneekönigin gelandet waren. Meine lieben Rentiere, wartet hier auf mich. Ich gehe und hole meinen Freund. Ich bin gleich wieder zurück. Sie ging direkt ins Schloss. Alles war aus Eis und überall hingen Eiszapfen. Sie wunderte sich über das gesamte Schloss, aber es war absolut niemand da. Kai! Kai! Wo bist du? Kai! Ich kann dich nicht finden! Ihre Stimme hallte im leeren Schloss. Als sie schließlich die Tür eines Zimmers im obersten Stockwerk öffnete, sah sie Kai. Er stand wie eine Statue mitten im Raum. Kai! Kai, mach auf! Sprich mit mir! Ich hab dich so vermisst, mein lieber Freund! Endlich habe ich dich gefunden! Sie weinte und rieb überall und versuchte, das Eis zu schmelzen. Sie weinte so sehr, dass ihre Tränen das Eis um Kai herum zum Schmelzen brachten. Plötzlich wurde Kai lebendig und begann zu reden. Gerda, ich wusste, dass du mich retten würdest. Ich habe dich auch vermisst und bin so glücklich, dich zu sehen. Wir werden über alles später sprechen, Kai. Lass uns von hier verschwinden. Genau in diesem Moment kehrte die Schneekönigin in das Schloss zurück und ging in den Raum, in dem die beiden Freunde waren, und erschrak. Gerda sah die Schneekönigin zum ersten Mal. Mit ihren langen, weißen Haaren und tiefgrünen Augen war die Schneekönigin eine sehr schöne Frau. Die Schneekönigin begann vor Wut zu schreien. Wie kannst du es wagen, mein Schloss ohne Erlaubnis zu betreten und meine Skulptur zu schmelzen? Jetzt bist du an der Reihe. Du hast es nicht anders gewollt. Du wirst auch zu einer meiner Skulpturen werden. Gerda erschrak, aber sie wusste, dass sie sich gegen die Schneekönigin wehren musste. Plötzlich erinnerte sie sich an den Spiegel, den ihr ihre Großmutter geschenkt hatte. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schön ist wie sie. Aber leider ist ihr Herz nicht so schön. Ich habe Mitleid mit ihnen. Wenn sie unbedingt möchten, können sie mich in eine Eisskulptur verwandeln. Aber meine Großmutter hat mir diesen Spiegel für sie mitgegeben. Möchten sie sich einmal anschauen? Gib mir den Spiegel. Warum hat sie ihn dir mitgegeben? Die Schneekönigin nahm den Spiegel in die Hand und sah hinein. Sie erschrak, denn das Spiegelbild zeigte sie als Kind. Sie war ein hübsches kleines Mädchen mit langen blonden Haaren und tiefgrünen Augen. Oh mein Gott, was ist passiert?
In diesem Moment umgab eine Nebelwolke die Königin. Sie wurde immer kleiner, bis sie ein kleines, schönes Mädchen war. Ein Wunder war geschehen. Der Spiegel war in der Tat magisch. Diejenigen, die hineinsahen, würden ihr wahres Selbst sehen. Es schien, als sei die Schneekönigin schon als Kind sehr traurig gewesen, weil niemand mit ihr gespielt hatte. Eines Tages sagte ein Zauberer zu der Schneekönigin, man müsse alle jene bestrafen und fragte, ob sie Rache an denen suchen wolle, die nicht mit ihr spielten. Voller Trauer hatte sie als Kind die falsche Entscheidung getroffen und Ja gesagt. Der Zauberer verwandelte sie in die Schneekönigin und füllte ihr Herz mit dem Bösen. Da der Spiegel den schrecklichen Fluch gebrochen hatte, waren nun alle glücklich. Vielen Dank. Ich bin gerettet. Mein Herz ist wieder warm und voller Güte. Kai und Gerda gingen zu den Rentieren, die auf sie warteten. Sie reisten auf dem gleichen Weg zurück, wie sie gekommen waren und waren von nun an so glücklich wie früher. Und natürlich freuten sie sich auf die Geschichten ihrer Großmutter. Es war einmal in einem fernen Land. Dort lebten zwei Brüder, Ali Baba und Kasim. Ali Baba, ein armer Holzfäller, war ein freundlicher und ehrlicher Mann. Während Kasim, der ältere von den beiden, eifersüchtig und niederträchtig war. Eines Tages, als Ali Baba im Wald Holzstämme kleinschnitt und aufstapelte, bemerkte er eine große Gruppe von Reitern, die direkt auf ihn zukamen. Vor Angst zitternd kletterte er auf den nächsten Baum. Selbst sein Esel hatte solche Angst, dass er sich hinter dem nächsten Busch versteckte. Du meine Güte! 1, 2, 3, 40! Das müssen die berüchtigten 40 Räuber sein, die Gold und Schmuck von jedermann stehlen. Ich sollte besser hier oben bleiben, bis sie weg sind. Neugierig beobachtete Ali Baba die 40 Räuber. Ihr Anführer stieg vom Pferd vor einem Felsen ab und schrie: Sesam, öffne dich! Mit einem lauten, knirschenden Geräusch verwandelte sich ein großer Felsen zu einer Tür und die Männer betraten die Höhle. Ich sollte besser nicht hinunterklettern und hier warten. Sie hatten alle Satteltaschen dabei. Wahrscheinlich bringen sie jetzt ihre Beute vom letzten Raubzug in die Höhle. Oh mein Gott, hilf mir! Vor Angst erstarrt, blieb er still auf dem Baum sitzen. Nach einer Weile öffnete sich der riesige Felsen und die Räuber kamen heraus. Sesam, schließe dich! Die Räuber ritten von dann und Ali Baba war trotz seiner großen Angst sehr neugierig. Nachdem er sicher war, dass die Räuber fort waren, kletterte er den Baum hinunter und ging zum Eingang der Höhle. Dort sagte er die Zauberworte: Sesam, öffne dich! Die Höhlentür öffnete sich mit einem knirschenden Geräusch. Wow, die Tür öffnet sich auch, wenn ich es sage. Vorsichtig betrat Ali Baba die Höhle. Drinnen war es dunkel. Ein schmaler Durchgang führte in die Tiefe der Höhle. Nachdem er einige Minuten gegangen war, erreichte er das Innere der Höhle. Dort bewahrten die Räuber ihre ganzen Schätze auf. Ali Baba war fasziniert über das, was er sah. Er konnte seinen Augen nicht trauen. Das ganze Gold, die Juwelen und die Münzen, die die Räuber gestohlen hatten, lagen überall in großen Haufen herum. Er war so erstaunt. Ach du meine Güte! Also hier bewahren sie all die gestohlenen Sachen auf. Was für ein großer Schatz. Gott weiß, woher sie all dies gestohlen haben. Wie dem auch sei, ich werde einen Sack voll mitnehmen und verschwinden, bevor die Räuber zurück sind. Sesam, öffne dich!
Er stieg auf seinen Esel und ritt zurück nach Hause. Als er zu Hause ankam, erzählte er seiner Frau alles, was er erlebt hatte. Sie freute sich ungemein über das neue Vermögen, doch sie war auch sehr nervös. Ali, das sind nicht unsere Goldmünzen. Ich denke, wir sollten sie besser vergraben. Lass uns später überlegen, was wir dann mit dem ganzen Gold machen. Du hast recht. Aber ich würde zu gerne wissen, wie viel Gold das ist. Ich auch. Sollen wir es zählen? Einzeln dauert es zu lange. Lass uns meinen Bruder Kasim fragen, ob er uns seine Waage leiht. Dann können wir es wiegen und danach verstecken. Am nächsten Tag ging Ali Babas Frau zu Kasims Haus, um sich die Waage auszuleihen. Guten Morgen. Darf ich mir deine Waage ausleihen? Kasims Frau war sehr neugierig und wollte unbedingt wissen, was sie mit der Waage vorhatten. Also klebte sie, bevor sie Ali Babas Frau die Waage gab, einen Kaugummi unter die Füße. Als die Frau von Ali Baba nach Hause zurückkehrte, gab sie die Waage an Ali Baba und sie fing an, das Gold zu wiegen. Danach vergruben sie es im Garten, wie sie es vereinbart hatten. Am nächsten Tag brachten sie die Waage zurück, ohne zu bemerken, dass eine der goldenen Münzen an einem der Füße kleben geblieben war. Kasim und seine Frau waren beide sehr überrascht, als sie die Goldmünze fanden. Du lieber Himmel, wo hat mein Bruder bloß diese Goldmünzen gefunden? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, sie würden Mehl oder etwas anderes wiegen. Aber sie haben Gold gewogen. Das werde ich herausfinden. Er muss mir die Wahrheit verraten. Da er ein gieriger Mann war, eilte er zu Ali Babas Haus, um herauszufinden, woher die Goldmünzen kamen. Hallo, Ali. Etwas Seltsames ist passiert. Ich habe eine Goldmünze gefunden, die unter der Waage kleben geblieben ist. Du bist nur ein armer Holzfäller. Wo kommt also die Goldmünze her? Ali Baba wollte ihm zunächst nicht antworten, aber da er nicht lügen konnte, erzählte er seinem Bruder alles. Ali Baba wusste von der Neugierde seines Bruders und warnte ihn. Denk nicht daran, dorthin zu gehen. Dies ist nicht unser Gold. Wenn die Räuber den Verlust bemerken, werden sie uns töten. Schon gut, du bist so ein Feigling. Das ist der Grund, warum du immer ein armer Holzfäller bleiben wirst. Kasim aber liebte Geld und Gold so sehr. Daher ignorierte er die Warnung seines Bruders. Er nahm zwei Esel und eilte zur Höhle, von der ihm Ali Baba erzählt hatte. Sesam, öffne dich! Sofort öffnete sich die Tür. Er war so fasziniert von einem Gold vor ihm, dass er anfing, sich auf dem Haufen von Gold herumzuwälzen. Hurra! Ich bin reich! Ich bin reich! Ich bin reich! Ja! Er belud die Kisten mit Gold und ging zum Ausgang. Aber dort angekommen, konnte er sich nicht mehr an die Zauberworte erinnern. Was mache ich jetzt? War es Reis? Reis, öffne dich, Reis! Nein, nein, Weizen muss es sein. Weizen, öffne dich! Könnte es womöglich Kartoffel gewesen sein? Kartoffel, öffne dich! Jetzt schaffe ich es. Tomate, öffne dich! Oh nein, es will sich einfach nicht öffnen. Was mache ich jetzt? Kasim versuchte, sich verzweifelt an die Zauberwörter zu erinnern. Plötzlich öffnete sich die Tür. Die Räuber kamen zurück. Sofort nahmen sie Kasim gefangen. Wer bist du? Was hast du in unserer Höhle zu suchen? Wie bist du hier reingekommen? Mein Name ist Kasim. Ich bin Ali Babas älterer Bruder. Er erzählte mir von dieser Höhle und schickte mich, um mehr Gold zu holen. Bitte verzeiht, ich bin unschuldig. Ihr solltet statt mich Ali Baba bestrafen. Trotz seiner Anschuldigung fesselte der Anführer der Diebe Kasim mit einem Seil. Nun sag mir, wo ich diesen Ali Baba finde. Eingeschüchtert tat er, was ihm gesagt wurde. Der Anführer der Diebe wollte nicht, dass jemand etwas von ihrer geheimen Höhle erfuhr. Deshalb musste er Ali Baba finden und in der Höhle einsperren. Als Kasim an diesem Tag nicht heimkam, war seine Frau so besorgt,
dass sie zu Ali Baba ging und ihm berichtete, dass Kasim nicht nach Hause gekommen war. Sie war sehr besorgt. Ali Baba ahnte, was passiert sein könnte. Kurz bevor er aufbrechen wollte, bemerkte er ein gemaltes Kreuz an seiner Tür. Was ist das für ein Zeichen? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich bin gleich zurück. Ali Babas Frau, die eine kluge Frau war, verstand, dass die Diebe ihr Haus markiert hatten. Sie schmiedete einen Plan. So malten sie auf alle Nachbarshäuser, in der Hoffnung, die Räuber so zu verwirren, dieses Kreuz. Um Mitternacht, als die Diebe kamen, um Ali Baba zu schnappen, stellten sie fest, dass jede einzelne Tür mit einem Kreuz markiert war. Sie wussten somit nicht, welches Ali Babas Haus war. Alle Türen sind markiert. So können wir Ali Babas Haus nicht finden. Wir müssen zurückkehren. Am nächsten Tag fand der Anführer der Diebe genau heraus, wo Ali Baba wohnte. Er versteckte seine Räuber in 40 Fässern und füllte das 41. Fass mit Öl. Er klopfte an Ali Babas Tür. Guten Abend. Ich bin der Ölhändler. Ich komme von sehr weitem hierher. Könnte ich bei Ihnen eine Nacht übernachten? Für Ihre Gastfreundlichkeit überlasse ich Ihnen ein Fass Öl. Da Ali Baba ein gütiger Mann war, wollte er helfen und so ließ er ihn hinein. Sicher, kommt herein. Wir wollten gerade Abendessen. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu essen. Gemeinsam saßen sie am Tisch. Während Ali Baba und der Anführer der Diebe aßen, kam Ali Babas Frau der Mann verdächtig vor. Daher gingen sie in den Keller und überprüfte die Fässer. Bist du hier drin? Ja, ist es Zeit? Sollen wir rauskommen? Noch nicht. Wartet auf meine Anweisungen. Ali Babas Frau verstand sofort, was los war und eilte in die Küche. Sie erhitzte Öl in einem Topf und goss es auf eins der Fässer. Der Dieb, der in dem Fass steckte, schrie vor Schmerzen auf, als er sich verbrannte und rann aus dem Haus. Alarmiert durch das Geschrei bekamen die anderen Räuber Angst und rannten ebenfalls vor. Nur der Anführer der Räuber blieb ängstlich zurück und gab den Befehl: Jetzt raus aus den Fässern! Es ist Zeit! Zu seiner Überraschung sah er Ali Babas Frau mit einer Schaufel voller kochendem Öl, die ihm den Weg versperrte. Vor Angst, ihm könnte das Gleiche wie seinen Kameraden passieren, versuchte er zu entkommen. Ali Baba und sein Sohn nahmen ihn gefangen und fesselten ihn mit einem Seil. So brachten sie ihn zur Polizei. Jetzt konnte er seinen Bruder Kasim befreien. Ali Baba eilte zur Höhle. Sesam, öffne dich! Kasim war überglücklich, seinen Bruder zu sehen. Gott sei Dank! Ab heute interessiere ich mich nicht mehr um Gold oder Münzen. Ich hatte Todesangst. Bring mich bitte hier raus, Ali Baba, bitte! Ich habe dir gesagt, du sollst nicht so viel hinter weltlichen Gegenständen her sein. Das bringt einem nur Ärger. Dank Ali Baba kehrten die Diebe nie in dieses Land zurück. Die Goldmünzen verteilten sie gleichmäßig an alle Anwohner. Ihr Land war mit großem Reichtum gesegnet. Ali Baba und Kasim lebten glücklich und friedlich mit ihren Familien.